Mit dir rede ich nicht mehr, du gemeiner Gerüchteerzähler. Okay, haben wir ja schon mal. Okay, da haben wir schon mal die erste Sache gemacht. Dango kann beim Bürgermeister nichts mehr erreichen. So. Wir gucken mal. Ich schmeiß die Runde einfach mal an. Wir testen sie mal. Der Dango hat nämlich ein paar Fehler rausgenommen aus der Runde. Oh, nicht mein Controller runterschmeißen. Okay. Metall und Magie Adventure 2.0. Adventure. Made from Dangor. Ich mach mal gleich eins, pass auf. Wir machen das. Dango, was soll ich das auf normal oder auf easy anfangen erstmal? Wie machen wir das hier? Wir machen jetzt bestimmt erstmal normal, oder? Normal kann ja so schwer nicht sein, oder? Wenn es normal ist. Wenn's, oder? Ja, ich schaff das. Normal wäre okay. Normal ist okay. So. Jetzt bin ich hier. Ich bin der rote Knopf. Und ich mache gleich erstmal den ersten Spielstand. Und dann machen wir mal den Anfang einfach. Gehen wir mal ein Stückchen rein. Und dann gucken wir uns das mal an. Also, ich habe festgestellt, BIOS-Updates sind dann ja lieber. Windows ist immer so gefriemelt. Das ist richtig, aber bei einem BIOS-Update kann auch was schief gehen. So, hier haben wir Smith. Nun, mein Junge, ich habe dich lange genug ernährt. Ziehe nun in die Welt hinaus und such dir eine Arbeit. Ach, jetzt heißt meiner auch noch Teffy. Ist das nicht irgendwie anstrengend? Und was soll ich denn werden? Die Frage ist, Dangor, müssen wir am besten immer, wenn wir es in der Hand haben, ins Haus ablegen, ne? Weil ich glaube mal, du hast dann immer, wenn du die Map von mir kriegst, mit deinem Spieler spielst du das dann wahrscheinlich. So, was soll ich denn werden? Ich glaube, es wird noch ein Straßenkehrer gesucht. Du könntest dich mal beim Bürgermeister dafür bewerben. Oh ja, toll, ich werde Straßenkehrer. Oder, ach guck mal, hier haben wir drei Möglichkeiten zur Auswahl. Nein, ich wollte schon immer Ritter werden, oder? Naja, Zauberei finde ich toll, aber ob man dafür Geld bekommt? Na, ich werde Straßenkehrer, auf jeden Fall. Tja, dann frag halt einfach mal nach. Aber ob du den Job wirklich mit einer Qualifikation bekommst? Vielleicht hilft dir dieses Gold, den Job zu bekommen. Oh, er gibt mir. Straßenkehrer werden, denke ich, beim Bürgermeister eingestellt. So, jetzt haben wir irgendwas in dem Sack drinne. Bevor du losgehst, nimm noch diesen Beutel mit. Da kannst du all deine Sachen reintun und mit dir rumtragen. So, viel Glück und tschüss. So, das ist jetzt hier. Stehst du immer noch hier rum? Warte mal, das ist jetzt der, wo man irgendwie, ich glaube zweimal, warte mal, wie war das? Beutel, ach so, macht man den auf, ne? Der ist jetzt leer und dann muss ich ihn wieder einsammeln, weil er dann hier rumliegt, ne? Lass jetzt los. Genau, hier liegt er jetzt rum. Und jetzt muss ich den Beutel wieder einsammeln. Ja, genau so. Jetzt haben wir den Beutel. Der Sack hält 80 Gegenstände. Okay, das ist viel. Wer bist du? Hallo? Mit. Ich bin der Bürgermeister. Was kann ich für dich tun? Ja, guck mal hier. Ich möchte Straßenkehrer werden. Tut mir leid. Wir brauchen keine Straßenkehrer. Die Straßen werden nicht gefegt. Wo können wir denn da hin, wenn wir uns mit solchen Dingen wie Sauberkeit einlassen würden? Okay, was haltet ihr davon, wenn ich euch 5 Gold zahle? Ja, ich will Straßenkehrer werden. Was haltet ihr davon, wenn ich euch 5 Gold zahle? Oder? Dann werde ich allen sagen, dass ihr stinkt. Okay. Ja, dann muss ich halt doch ein Held werden. Ach, guck mal hier. Dann werde ich allen sagen, dass ihr stinkt. Oh nein, dann werde ich bestimmt nicht mehr gewählt. Hier hast du 3 Gold, wenn du keine Gerüchte über mich verbreitest. Und jetzt verschwinde. Okay. Jetzt haben wir das Gold jetzt auf der Bank direkt? Mit dir rede ich nicht mehr, du gemeiner Gerüchteerzähler. Okay. Haben wir ja schon mal. Okay, da haben wir schon mal die erste Sache gemacht. Dango kann beim Bürgermeister nichts mehr erreichen. So. Straßen werden ja nicht gefegt. Wer ist das? Der Merch, der heißt Merch. Das ist auch cool. Merch für Händler ist auch geil. Ich bin der Händler der Stadt. Ich kann euch viele verschiedene Sachen verkaufen. Ah, dann lass mal sehen. Was hast du denn? Feuerstein, Heiltrank, Wumpfbeere, Pfeilpaket. Werden wir später vielleicht brauchen. Okay, etwas verkaufen können wir auch. Aber ich habe nichts. Okay, bis später. So, also der Merch ist auch klar. Hier haben wir noch einen Ritter, guck mal. Egor, ich bin die königliche Türwache. Was ist dein Verlangen? Ach, hier ist die Burg. Okay, okay. Das klingt ein bisschen wie bei Gothic damals, ne? Torus, der Torwächter. Warum wird das Tor bewacht? Wegen des Krieges sind auch die Rebellengruppen in Meduvien wieder erstarkt. Sie versuchen, die Kirchenherrschaft zu stürzen und eine Politik ohne Kircheneinfluss zu haben. Da die meisten Kämpfer an der Grenze sind, trauen sich die Rebellen aus ihren Verstecken. Deswegen muss ich den König schützen. Ach so, ist das also.
Ja, okay. Dann sagen wir mal, ich will rein in die Burg. Ich möchte das Wort in die Burg. Nein, ich darf niemanden reinlassen. Okay. Okay, okay, haben wir geklärt. Und was noch? Warum musst du hier den ganzen Tag rumstehen? Ich habe die Ehre, des Königs Burg zu bewachen. Ach, okay. Oh, da habt ihr aber eine ehrenwerte Aufgabe zugeteilt bekommen, oder? Tja, da habt ihr ja die Arschkralle gezogen. Den ganzen Tag müsst ihr hier doof rumstehen. Nein, 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 wir machen das hier oben, wir machen das hier oben. Oh, da habt ihr aber eine ehrenwerte Aufgabe zugeteilt bekommen. Ja, das sehe ich auch so. Na dann, viel Spaß noch. Habt ihr nicht auch manchmal Hunger? Ja, das stimmt. Ein Brot wäre jetzt schon was Feines. Oh, der will ein Brot haben. Habt ihr ein Brot für mich gefunden? Ah, okay. Der braucht ein Brot. Na, dann gehen wir mal gucken, ob ich ein Brot finde irgendwo. Gehen wir mal nach dem Brot gucken. Ist natürlich jetzt ein bisschen sehr klein, das Bild. Oh, hier ist doch jemand. Guck mal hier. Wer bist du denn? Junge, was stehst du doch hier rum? Ach, das ist ja der, ach, das ist der Vater. Ah, okay. Hier, guck mal, die Häuser sind alle kaputt. Das ist aus der Bäckerei, oder? Ach, das ist eine Alchemiehütte. Ah, aber die ist leer. Was haben wir hier? Die Hütte ist auch leer. Da oben ist ein Priester. Guck mal, ob der mit dem Brot zaubern kann? Guck mal, hallo. Malibu, sei gegrüßt im Namen von Salvelio. Ach, das ist ein Salvelio-Priester, okay. Ich bin Malibu. Eure Kapelle dort sieht aber mächtig mitgenommen aus. Oder? Savelje möge mit euch sein. Auf Wiedersehen. Ach, dann nehmen wir das hier oben. Tja, die wurde leider von den Räubern etwas demoliert. Aber niemand wollte mir helfen, sie wieder aufzubauen. Och, ich kann da gerne einspringen. Würdet ihr das? Das wäre meine große Freude. Okay, okay. Was brauche ich dafür? 5-mal Stein, 3-mal Holz. Warte mal, Holz, 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 Holz. Da brauche ich ein Sägewerk für. Warte mal, ich probiere das mal. Warte mal. Ja, geht doch mal nicht. Ich komme da nicht hoch, ne? Ich komme da nicht hoch. Oh, Digga, was ist das denn für ein... Oh. Wir können mal hier... Ich glaube jetzt mal... Ach, hier geht's noch weiter. Ist hier irgendwo ein Sägewerk? Nee, da ist... Oh, och, dem geht's auch nicht gut. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich gucke mal ganz kurz. Ich hau mal einen Baum um. Und guck mal, ob ich dann den zerlegen kann in Holz. Eigentlich wollte ich den anderen, aber naja, wenn du es so machen willst... Von mir aus. Weil zerfliegt er ja auch gleich in 1000 Holzstücken. Na, sieht schon mal nicht so aus. Und jetzt? Baum. Info. Kann gefällt und zersägt werden. Na geil, also brauchen wir ein Sägewerk. Na, hier, komm. Hier hast du Holz. Da. Ist hier unten. Da ist eine Alchemiehütte. Achso, da ist doch ein Sägewerk, oder? Warte mal. Hier ist doch, das ist doch ein Sägewerk hier, oder? Wo der Knollo davor steht. Ne, das ist eine Werkstatt. Da haben wir eine normale Hütte. Da ist ein Sägewerk. Da ist ein Sägewerk. Aber da kriege ich doch den Baum nie im Leben hin. Oder wir versuchen das nochmal. Nehmen wir einfach mal den. Mann, geht natürlich nicht. Also brauchen wir doch den. Na, dann zerre ich jetzt mal den Baum hier rüber. Ist gut so. Der hängt doch jetzt am Turm fest, oder? Oh, das kann nicht dein Ernst sein, ne? Kriegen wir den da durch? Kriegen wir den im Leben nicht durch, oder? Ah doch, guck mal! Ich bin immer zu pessimistisch wahrscheinlich bei dem Spiel. Das ist, guck mal hier, was das für ein Riesenbaum ist hier. Guck mal, da kriegt man ja gleich Holz für... Für die ganzen nächsten Jahre kriegt man da gleich Holz. Aber hier kriegen wir es nicht hoch. Hoch da jetzt. Du blöder Baum. Geh da hoch jetzt. Ach Mann, ey. Und ich habe nur einen Klonk, ne? Bin nur alleine hier. Jetzt mit Schwung! Der verarscht mich. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Komm. Hoch zu. Jetzt mit Schwung! Wieso kriegt er denn den dummen Baum da nicht hoch? Hm.
Jetzt, na, siehst du. Geht doch. Und jetzt, wo hängt er denn jetzt schon wieder fest? So. Ich krieg den Scheißbaum darüber. Pass mal auf. Ich werde es euch allen beweisen. Och, dummer Baum. Doch nicht in die Burg rein. Ja. Jetzt ist er auf dem Dach gelandet, stimmt's? Lass mich raten, es liegt auf dem Dach. Mit Schwung übers Dach rüber, siehst du? Haha. Und jetzt nur noch da hoch. Nur noch, das ist nicht mehr viel. Das schaffen wir. Das ist nicht mehr viel. Hoch da. Hoch. Kannst du kurz mit anpacken, du Lump? Hier, kannst du ganz kurz mal mit anpacken? Die helfen auch nicht, ne? Die helfen nicht. Ja, ja. Rein da, rein. Nein, nein, nicht. Hier rein. Ach komm, nicht hängen bleiben da jetzt nicht. Nein. Oh, ist der hier runtergeflogen oder was? Und jetzt passt er. Oh, das gibt's doch nicht. Rein da. So. Ja, schön. Wir haben Holz. Wir haben ganz viel Holz gleich. Pass mal auf, ich mach das mal so. Alchemiebeutel. So, Beutel ist leer. Schön. Das klappt ja gut. Sorry. Ja. Den holen wir auch noch. 6-mal Holz haben wir. 6-mal. So, und jetzt nehmen wir den Beutel mit. So. Kriegen wir gleich mal da oben zur Baustelle. Das erste Holz hin. So, und jetzt können wir nämlich schon sagen, warte mal, 11 Minuten habe ich erst die Runde hier. Reicht noch nicht, um zu sagen, Dafu übernimmt. Dafu Dangor, meine ich. Dafu. Solides Baumspiel, das war absolut, würde ich auch sagen, ne? Ist die Map eigentlich immer so? Hallo, ich habe 3-mal Holz. Ach komm, sag jetzt nicht, dass ich das... Ach so, jetzt muss ich bestimmt den Beutel... Ja, genau, so geht das also. Ja, hör doch mal auf jetzt. So, warte mal. Ich nehme den Beutel wieder mit. So, wir brauchen Stein. Der will hier hoch zum Stein holen. Also heißt das, der will bestimmt... Da oben ist ein Fahrstuhl. Hup. Dann will der bestimmt hier runtergraben. Und die Frage ist jetzt nur... Der ist schon runtergegraben. Wir brauchen eine Bombe, um... Oder? Gibt es hier Steine irgendwo? Liegen hier Steine irgendwo rum? Warte mal, guck mal ganz kurz. Oder brauche ich jetzt eine Bombe? Weil wo kriege ich jetzt eine Bombe her? Das ist ja das nächste Problem. Jetzt habe ich einen Sattel. Oh, wer bist denn du? Gustav, Hilfe, hört mich denn keiner? Ich bin da, was ist passiert? Warum hilft mir denn keiner? Ich soll die Prinzessin zur Burg bringen, aber die Räuber haben mich überfallen. Hört sich ja ziemlich schrecklich an. Gibt es denn keinen, der mich hört? Alter, bist du doof oder was? Guck mal, hier. Oh, nein! Was war das denn? Nochmal probieren. Hä? Geh doch mal weg! Lass doch mal los! Was ist das? Ein Checkpoint oder was? Hier kann man die Map wechseln oder wie? Kann man auf die andere Karte kommen? Und vor allem... Jetzt habe ich erstmal einen Sattel. Ich schmeiß den mal wieder hin. Mir ist die Gefahr... Oder ich mache in den Beutel rein. Beutel? So, ich habe einen Sattel im Beutel jetzt. Aber wie komme ich jetzt an Steine ran? Wo kriege ich Bomben her? Ich habe doch auch keine Möglichkeit, eine Bombe zu kaufen, oder? Der Kristall ist ein Respawn-Punkt und der Wegweiser ist zum Kartenwechsel, wie du schon erwähnt hattest. Okay, gewusst hast, genau. Okay, aber dann heißt es, ich kann jetzt auf eine andere Map gehen. Warte mal, was ist das hier? Hier ist doch die Alchemiehütte, ne? Hab noch keine Fertigkeiten gelernt. Aha. Ich sehe auch keinen Schwefel. Also ich muss jetzt wahrscheinlich auf die andere Map, weil ich denke mal, ich brauche da Bomben jetzt. Und Bomben, ich komme an den Schwefel hier unten schlecht ran. Ah, wir kriegen das hier auch hin. Ich komme hier auch oben raus. Warte mal. Zack, zack. Und hopp. So. Das ist erstmal sinnlos hier. Komme ich nicht runter. Nee. Da komme ich nicht runter.
Das heißt, es hat keinen Sinn. Also muss ich. Da gehe ich mal auf die andere Map. Ist das. Also lohnt sich das, den Mapwechsel zu machen? Oder warte mal, hier kann ich auch runtergehen, oder? Hier komme ich ja runter in die Verliese. Und da. Nicht auf mich drauf. Hier ist. Das hilft mir nicht. Hier, Stein! Aha! Die greift mich doch nicht wirklich an, oder? Och, komm. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ach, komm. Nein. Warum greift mich das Fledermäuse an? Muss jetzt hier jeden Stein einzeln hier hochholen? Ich hole jetzt jeden Stein einzeln da hoch. Ja, hier ist noch ein Stein. Hopp. Ich werf dich gleich ab, dumme Fledermaus. Guck mal, wie viele Steine hier unten rumliegen, die ich brauche. Nein! Oh, ich verliere richtig Lebensenergie. Lass mich in Ruhe. Ach, kommt, ey, wirklich? Die schießen mit Steinen nach mir. Ne, die schießen auf die Fledermaus. Ah, ne, die schießen nach mir. Ich mach mal kurz einen Spielstand. Ist mir einfach, ist mir lieber. nee, ey. Was mache ich denn jetzt? Kann ich die bekämpfen? Ist sie jetzt tot? Sie ist tot. Aber einsammeln kann ich sie nicht. Nee, kann ich nicht einsammeln. Okay. Die ist tot. Die ist tot. Und hier hat er, guck mal, hat er einen Stein hingeschmissen. Oh, habt ihr gewusst, dass das Ding kommt? Haha, ich hab einen Stein. Komm, schieß doch noch einen Stein. Komm, schieß. Hör, komm, bring her den Stein. Schieß ruhig. So, hier ist noch. Hier komme ich nicht durch, ne? Aber die Fledermaus, die kommt durch. Nee, auch nicht. Das ist kaputt hier? Okay. Bringt nichts. So. Was mache ich mit dem Ding hier? Nichts kann ich damit machen. Na komm her, bring her, bring her deinen Stein. Schieß, schieß. Na komm, schieß doch mal den Stein her, du Idiot. Ja, den wollte ich haben. Danke. Ich glaube, 5 brauche ich, ne? Ich habe aber nur 4 jetzt. Da unten ist ein blauer Kristall auch. Aber hier komme ich nicht durch. Da drüben ist auch noch ein Stein. Und hier runter. Hey, Chokies. Herzlich willkommen. Hello. Hi. We are finished now. Ja, da. Oh nein. Oh, oh, oh. Da ist noch ein Stein. Yes, stone for me. Okay, wie viele Steine haben wir jetzt? Fünf. Ah, so geht das. Schnell weg. Guck mal, das kann man zumachen. So. Jetzt haben wir erstmal Steine. Jetzt können wir die Hütte neu bauen. Mapwechsel machen wir erst beim nächsten Mal. Mache ich jetzt nicht. Oder der Dango macht das. General Teffi. Aber ich muss ja den, damit ich jetzt den Spielstand an dich weiterbringen kann, nützt das alles nichts. Warte mal. Ich glaube. So müsste es jetzt gehen, ne? 5 müssten reichen. Und dann lege ich jetzt einfach mal den Sack in die Kirche rein und mache dann einen Spielstand. Und den übersende ich jetzt an den Dangor. Und wenn Dangor ein bisschen weitergespielt hat und mir dann das aufnimmt, wie er spielt, dann reiche ich diesen Spielstand quasi weiter. Vielleicht mal gucken, an wen auch immer wer Bock hat. Wer das ein bisschen aufnehmen kann. Cool wäre natürlich kommentiertes Gameplay, weil ich ja das auf YouTube hochladen will dann. Aber ich kann den hier nicht ablegen, oder? Ich kann den Sack da nicht reinlegen. Wie machen wir denn das jetzt? Kann ich den vor der Tür ablegen, den Sack? Ich mache das einfach mal so. Beutel. Ich lege den jetzt mal hier so hin. Und dann mache ich einen Spielstand. Und dann werden wir einfach mal sehen, was passiert. Ich schicke jetzt diesen Spielstand mal an den Dango rüber.
Und der Dankrohr macht dann weiter. Den Sack verliert man normalerweise nicht. Aber wenn du jetzt meinen Charakter übernimmst, meinst du, du hast den dann? Ich lasse ihn trotzdem hier so liegen, oder? Sicher ist sicher. Wenn du jetzt als deine Figur reinspringst, dann müssen wir gucken. Und dann kannst du, dann spielst du auch eine halbe Stunde und dann schickst du es mir zurück und im nächsten Livestream gucke ich mir an, ob das funktioniert. Das habe ich voll Bock drauf. Und dann können wir ja mal gucken, ob es noch mehr Leute gibt, die da Bock drauf haben, mit Zwischenreihen zu spielen. Du siehst ja, Dango, du weißt jetzt schon Bescheid. Du darfst schon mal nicht mehr mit dem Bürgermeister reden, den habe ich verkrault. Okay, also Runde abbrechen.